grüße euch ganz herzlich wieder hier beim schönen sonnigen Wetter. Sprechen wir über das Einfamilienhaus, über die Schutzmauer, die ihr seht, über Swimmingpool und vor allem, ich zeige euch einige Details im Haus selbst. Also bleibt dran! So, da hinten wollte ich nochmal die schöne, wunderschöne Landschaft euch zeigen. Hier, wie gesagt, die Schutzmauer. So, hier seht ihr da die schöne Innenbereich des Hauses mit dem Swimmingpool, Schutzmauer und dann das Haus mit. So, hier möchte ich das schöne Bad zeigen, hier mit der Beleuchtung. Sind ja wieder so schön, die Fliesen. Die sind auch vom Kunden gewünscht worden, auch die Toilette. So, der wird nachher natürlich noch verkleidet mit Fliesen. So, da ein schöner Blick zum Badfenster. So, da sind die anderen Fliesen hier im Bad. Da die Steckdosen. Die sind passend sowohl für europäische Stecker als auch paraguayische. So, da sind die Standardventilatoren. Hier extra die Pumpe, die der Bauherr extra aus Deutschland für die Wasserversorgung mitgebracht hat. Sehr schönes Modell. Noch Maschendrahtzaun, was wir ja natürlich später einsetzen werden. So, wenn man mit eigenem Container kommt, ist auch kein Problem. Dann macht man auch die Punktfundamente dazu. Ob jetzt nur 4 oder 6, wie in diesem Fall. Mit so kleiner Rampe, die sehr bequem ist, wenn man schweren Sachen auch mit Schubkarre rausfahren kann. So, die Jungs machen gerade Frühstückspause. So, hier sind wir gerade hinten im Haus in den 2 Zimmer Klimaanlage einzusetzen. Das ist wie gesagt keine Standardleistung, aber wir machen auf Wunsch des Kunden auf jeden Fall auch Klimaanlagen dazu. Die sind auch nicht so besonders teuer und glaub mir, bei dem Wetter, vor allem im Sommer, lohnt sich auf jeden Fall. So, das wird doch mal, oder ist schon mal ein Kinderbereich dahinter. Die Schutzmauer wird mit Natursteinen verkleidet. Da der Swimmingpool. Und hier kommen natürlich Fliesen. Also wird ein sehr schöner Raum. Dahinter sieht man die tollen Palmen.
Hier nochmal Details für die Außenbeleuchtung. Da sieht hier mal so, die Klimaanlage. Also man kann ja auch Tokio nehmen oder auch andere Variante. So, und da die zweite Klimaanlage für das andere Zimmer. Hier, wie gesagt, noch die Stromversorgung mit Strombetonmasten und einem Transformator. Wirklich sehr gut gemacht nach anderen Normen. Das ist die staatliche Stromgesellschaft. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Hier sowohl die ganze Gegend, als auch das Haus mit dieser Schutzmauer, das Haus dahinter und ein Swimmingpool. Wie gesagt, individuelle Planung. Wir können eure Wünsche hier in Paraguay, auch bei dem schönen Wetter, auf jeden Fall durchsetzen. So, also wenn euch gefallen hat, einfach Daumen hoch, Likes geben, das Video teilen und Fragen stellen per WhatsApp, per Telegram oder einfach unten in den Anfragen. Wir stehen als Paraguay Live Team gerne für euch zur Verfügung. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.